Emergency 2012. So, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ein unbekanntes Projekt, zumindest ein weniger bekanntes, nämlich Emergency 2012. Es geht darum, die Welt steht am Abgrund, natürlich wie im Film 2012, die Welt geht unter und jetzt müssen wir diese retten. Ich will die Kampagne spielen aus zwei Gründen. Erstens, die großen Projekte wie FIFA, wie Watch Dogs, weiß ich, was ich demnächst rausbringen kann ich erst oder will ich erst mit der PlayStation 4 rausbringen, ganz einfach. Und bis dahin werde ich etwas kleinere Projekte machen, etwas unbekanntere. Wir haben schon gesehen in der ersten Folge Age of Empires, da kommt demnächst der zweite Teil. Und natürlich jetzt seit Emergency 2012. Der Nachfolger 2013 ist schon raus. Ein Zwischenprodukt von den beiden Herstellern nach Emergency 4, dem einen sehr, sehr gut verkauft ist, soll Emergency 5 kommen. Wann es kommt, wissen wir nicht. Beziehungsweise weiß ich nicht. Und ich will die Kampagne spielen. Ihr seht, ich habe sie schon durch. Deswegen kann ich gerade gar nicht. Athen brennt, okay, habe ich doch nicht durch. Deswegen neue Kampagne. Möchtest du wirklich eine neue Kampagne? Die bisher Fortschritt und erworbene Aussehen gehen dabei verloren und ich drücke Ja. Einsatzleiterlehrgang. Hier erhalten Sie Hinweise zu Steuerung und Funktionen Ihrer Einsatzkräfte. Doch. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu leise war. Ich hoffe nicht. Wenn, dann muss ich halt den Scheiß nochmal machen. That should happen. Aber ich habe am Anfang die Lautstärke ein bisschen runtergeregelt, weil sie mir persönlich zu laut war, beziehungsweise mich in dem Test nicht gehört hat. Und das geht natürlich nicht. Das ist unmöglich, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf den Schwan. Wir sehen ja schon das Einsatzgelände, beziehungsweise nicht das Einsatzgelände, ein Testgelände, aber ich habe keinen Bock auf Tutorial. Darauf habe ich gerade echt null Bock. Aber ich glaube, das werde ich jetzt trotzdem mal durchführen. Es ruckelt ein bisschen. Ein bisschen die Grafik ist ein bisschen verkackt. Das tut mir leid. Das habe ich nicht rausgefunden, wie es besser ist. Hallo. Ich darf Sie beim Einsatzleiter-Lehrgang auf dem Gelände des Center of International Disaster Control Training begrüßen. Ich bin hier und in den Einsätzen, die Sie später leiten werden, Ihr Supervisor. Wenn Sie den Lehrgang jetzt absolvieren möchten, dann klicken Sie bitte auf Ja. Wenn Sie den Lehrgang abbrechen und gleich mit Ihrem ersten Einsatz anfangen möchten, dann klicken Sie bitte auf Nein. Ihre Entscheidung. Was soll man machen? Also ich bin gegen Tutorial ganz besonders, weil ich schon mal durchgezockt, aber ich will euch irgendwie auch das ganze Spiel zeigen, deswegen... Yes. Okay, dann fangen wir am besten gleich mit den Grundlagen an. Sekunde, gleich geht's los. Youth Master of Disaster, I'm here. Übersicht im Einsatzgebiet zu behalten, sollten Sie sich jetzt mit der Kamerasteuerung antworten. Bewegen Sie den Mauszeiger an den Bildschirmrand, um die Kamera in die entsprechende Richtung über das Gelände zu steuern. Wenn Sie die Kamera schneller bewegen möchten, dann halten Sie dabei einfach die Umschalttaste gedrückt. Sie können die Kamera auch schwenken. Halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder nach rechts. Schwenken! Einsatzfahrzeuge transportieren ihr Personal automatisch ins Einsatzgebiet. Sehen Sie, da kommt schon ein Rüstwagen. Den werden wir hier auf dem Brandübungsgelände brauchen. Lassen Sie die Feuerwehrmänner im Rüstwagen jetzt aussteigen. Klicken Sie den Rüstwagen mit der linken Maustaste an. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste ein zweites Mal auf. Ist jetzt extrem langweilig. Achtung! An einem der Übungsgebäude wird jetzt ein Brand simuliert. Aufgepasst! Okay. Um den Brand zu löschen, müssen Sie erstmal... Okay, muss ich jetzt irgendwie jetzt noch machen, weiß nicht, aber es ist bis jetzt eigentlich, finde ich, bin ich extrem langweilig, deswegen wollte ich das Tutorial jetzt nicht machen. Aber ich will euch hier... Will ich euch hier komplett
zeigen. Und hier noch? Ja, das ist wahrscheinlich der Wassertag, denke ich mir mal. I don't know. So, das löscht die Scheiße. Warte mal, wieder rum, was hier noch so alles gibt. Das wäre auch interessant zu machen. Ist hier noch so. Sie können aber auch jederzeit die Leertaste drücken. Geschafft! Hey! Hier wird ein Unfall simuliert. Wir werden uns dabei ganz auf das Thema Personenrettung konzentrieren. Okay, also, ich tue jetzt mal das Wort abschneiden, weil es einfach, denke ich, sonst zu langweilig wird. Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf den markierten Bereich. Steig aus. Feuerwehr mit Rettungsschere ausrüst. Ich muss es mal so lesen, weil der labert mir zu langsam. Ich hab Bock, das natürlich ein bisschen vorarbeiten. Fahrzeuge aufschneiden. Schneide, mein Freund, schneide! Ich kann leider sonst auch gerade nichts auswählen, was ich sehr schade finde, aber gut. Das ist halt jetzt mal so. Aber nicht gemacht, ne? Das Fahrzeug muss aufgeschnitten werden. Rüsten Sie also den markierten Feuerwehrmann mit einer Rettungsschere aus. So weit, so gut. Jetzt lassen Sie den Feuerwehrmann das Unfallfahrzeug aufschneiden. Das Fahrzeug, das Sie aufschneiden, ey. Das macht keine Sau im späteren Verlauf. Also für die, die es nicht kennen. Keiner, oder nur in brennenden Gebäuden oder irgendwo, wo es zu heiß ist, läuft sonst keiner. Achten Sie auf Ihre Aufgabenliste. Tragen Sie das Opfer jetzt mit dem Feuerwehrmann zur Markierung auf dem Boden. Wo ist denn der gesicherte Bereich? Ich muss einfach mal dahin, wenn ich nicht weiß, wo der gesicherte Bereich ist. Stimmt, ruf jetzt mal. Wieso scheiß gesicherte Bereich? Wo ist die beschissene Markierung? Hä? Ach, da hinten! Boah, das ist ja... Alter, das ist... So ein Beschiss, dieses Tutorial. Das macht so keine Sau. Das kann ich euch später schon sagen, weil ich eben das Spiel schon ein paar Mal durchgezogen habe, beziehungsweise den Dreier schon gezockt habe. Jetzt muss das Opfer so schnell nur das auswählen, hat die Schnauze. So spielt das einfach. Es ist nicht üblich. Rechtsklick auf Dummy. So. Er lebt! Krank. Tut mir leid schon mal. Niesen. Entschuldigung, kann sein, dass ich komplett so klar das ist, weil ich das nicht schmecke. Ah, Sanitäter, die ist so gut. Vor allem ein bisschen weiter weg, sollte ich vielleicht lassen. Jetzt ist das Opfer transportfähig und soll wirklich in ein Krankenhaus gebracht werden. Ich bin müde, heute, ich nehme jetzt am dritten auf, da wo ich eigentlich mit Fabi aufnehmen wollte, da wird heute nicht aufgenommen, weil ich eben diese noch ein paar drauf hatte, weil ich eben auch noch die Serie starten, will ich noch eine andere Serie mit mir starten, ob ich sie mache, wann ich sie mache, weiß ich nicht. Weil ich nehme hier auch irgendwann mal wieder FIFA auf, aber Just for Fun die Demo. Oder ich snack auf irgendjemand die normale Version, aber schauen wir jetzt. Jetzt schauen wir uns mal in der Zukunft, ne? So. Wenn ich verarscht fühlt, tut mir leid. Ja, komm. Schneller. Glaube nicht so viel. Wir wollen weitermachen. Das gilt übrigens für alle Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte, mit denen sie Menschen oder Objekte aus dem Einsatzgebiet ab. Hervorragend. Sie haben den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Sie sind bereit für Ihren ersten Einsatz. Melde mich gleich wieder mit den Details. Viel Glück. Sie schaffen das. Yay! Gut. Let me see. The real mission. Ein Hurrikan über Köln hat einen Turm des Kölner Doms so stark beschädigt, dass er eingestürzt ist. Es hat Opfer unter der Zivilbevölkerung gegeben. Der wunderschöne Kölner Dom, uralt, und jetzt bricht er doch mal zusammen. Und jetzt spielen wir doch mal diese Mission. Würde ich mal sagen, hier. So, Spiel starten.
Sieht schon sehr kaputt aus. Aber was mir jetzt gerade ein bisschen fehlt bis jetzt. Warte mal, schon mal schauen. Vielleicht ist er ja doch da. Hoppala. Ich war jetzt einmal in Köln. Kölner Dom. Mal ganz kurz so schauen. Also ist schon sehr schön ansprechend gemacht. Das ist ja auch ein bisschen älter Spiel jetzt. Aber was mir ein bisschen fehlt, habe ich das Gefühl, ist hier okay, einfach dieser Bahnhof. Wir haben hier ein brennendes Fahrzeug und ein Priester wurde verletzt. Zuerst mal sollte das Einsatzpersonal aus den Fahrzeugen aussteigen. Wählen Sie ein Fahrzeug per Linksklick aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste nochmal auf das Fahrzeug. Sie sollten das brennende Fahrzeug löschen. Rüsten Sie zuerst einen Feuerwehrmann oder einen Feuerwehrmann. Ich weiß, was ich tue. Mehr hast du, Spock. Also mir fehlt es einfach hier gerade ganz ein kleines bisschen dieses... der Bahnhof und so. Köln rundherum. Ist ja wesentlich schöner als nur diese Kölner Dom oder ein paar Häuser. Das habe ich schon mehr, ne? So, ist der Kollege transportfertig? Ne, ist noch nicht transportfertig. So, gelöscht. Kann man das aufschneiden? Ne, kann man nicht. Kann man hier irgendwas aufschneiden? Ne, dann habe ich das überhaupt angeklickt. So, ne. Sehr gut. Das Opfer ist jetzt transportfähig. Sie sollten es so schnell wie möglich ins Krankenhaus transportieren. Also für Neuanfänger, das ist wirklich sehr ausführlich, aber für welche, die wo jetzt schon ein bisschen dieses Game gezockt haben, finde ich jetzt fast ein bisschen langweilig. Ist so. So, tschüss, tschüss. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer jetzt ins Krankenhaus. Er wird gleich wieder zurückkommen. Und der ist gleich weg. Wir sehen nachher mal rechts oben die Map. Und der ist 3, 2, 1. Jetzt weg. Schade. Jetzt weg. Und es geht weiter. Okay, zwei Dinge. Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Warum parke ich da einen Wagen? Habe ich zum Glück schon ausgerüstet, weil ich dachte, ich kann das auch schon, leider nicht. Und die zweite und was für eine bessere Frage, Aussage ist, es tut mir leid, dass es ein bisschen verzögert. Liegt nicht an meinem PC, nicht an meinem Rechner, wo ich hier arbeite. Nein, es liegt daran am Spiel. Also es war bis jetzt jeder so, dass es immer ein bisschen verzögert. Marschiert. Marschiert. Sehr gut. Jetzt können wir das Opfer versorgen. Hallo, ich hätte gerne den versorgt. Lauf hin, entspannen. Ja, transportfähig. Damit ist die Mission auch schon durchgezogen. Also das ist jetzt, wie gesagt, eine sehr, sehr leichte Mission. Also kann ich jetzt sagen, das ist Pipifax. Da kommen später wirklich Dinge. Eben zum Beispiel dem, wo man gesehen hat, diese in Athen haben wir ja rechts die Liste schon mal gesehen. Das ist richtig, richtig hart. Also ich habe das Spiel, wie gesagt, durchgezockt. Ich habe bisher jedes Emergency durchgezockt, bis auf, also 1, 2, 3 nicht. Aber das sind dann, wird wie gesagt, das ist schön, das ist fortlaufend, das ist wirklich am Anfang peasy, easy peasy für die Neueinsteiger perfekt und dann wird es halt richtig, irgendwann richtig krass. Also es ist wie gesagt aufsteigendes Level und das finde ich auch gut so, weil sonst wäre es echt bescheuert. So, und jetzt ist der Wagen weg und... Ihren ersten Einsatz haben Sie perfekt abgeschlossen. Glückwunsch. Wunderschön. 2 Minuten 28, 100% gemacht, einwandfrei. Schauen wir kurz. Herzlichen Glückwunsch. Sie erhalten eine Auszeichnung in Gold für überragende Leistungen beim letzten Einsatz. Hat es keiner gesehen? Oder wie nennen wir es? Nerplay. Weißt du, das, was wir in der Aufnahme gemacht haben? Ha. Wunderbar, easy peasy. Und das jetzt, weil ich wollte eigentlich bloß die erste Mission machen, weil ich nicht mehr Zeit habe gerade, weil ich noch ein paar Dinge rendern muss, weil ich noch ein paar Dinge schneiden muss. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die nächste Mission zumindest den Anfang schon mal an. Und dann machen wir weiter, würde ich sagen. Dann machen wir Schluss für heute und schauen uns erstmal die Mission an. London herrscht seit einigen Tagen. Okay, das brauchen wir uns nicht anhören, das kommt nächste Folge. Jetzt kurz zu hier der Sache. Wir sehen hier London, Großbritannien ist es weltweit, ist wirklich in jedem verfickten Land ist irgendwas los. Und es wird richtig spannend. Öltanks sind scheinbar hingefahren, es wird Feuer ausbrechen, es wird richtig, richtig spannend, aber das erst in der nächsten Folge.
Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Schaut beim nächsten Mal wieder ein bei Emergency 2012, euer Nörble. Ciao, ciao. Tschüssikowski.